إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alles Lob gebührt Allah. Ihn preisen wir, ihn bitten wir um Hilfe, um seinen Beistand. Und Allah ist es, den wir allein um Vergebung bitten. Und wir suchen, die wir hier sind, allesamt Zuflucht vor den Übeln unserer selbst und vor den Übeln unserer Taten. Und wir bezeugen, dass jeder, der von Allah Ta'ala den geraden Weg gewiesen bekommen hat, dass ihn niemand in die Irre zu führen vermag. Wie wir auch gleichfalls bezeugen, dass jedem, dem Allah Ta'ala erlaubt, dass er in die Irre geht, dass es für diesen keinen Rechtleiter gibt, außer Allah, einzig und allein. Ich bezeuge, dass es nichts Anbetungswürdiges gibt, außer Allah, dem Erhabenen und Majestätischen und Barmherzigen allein. Und ich bezeuge, dass Muhammad, Allahs Segen und Frieden sein mit ihm, sein letzter entsandter Prophet und sein ihm demütig ergebener Diener ist. O ihr Gläubigen, habt Ehrfurcht vor Allah, so wie es ihm gebührt, und sterbt nicht anders denn als ihm Ergebene. Sterbt nicht anders denn als Muslime. Liebe Geschwister, heute muss ich ein ernstes Thema in unsere Gemeinde hineintragen. Ein Thema, was ich auch erst seit 2 Tagen vorbereiten konnte, aufgrund dessen, weil es mir erst vor 2 Tagen herangetragen wurde. Ansonsten wartet ein weiteres, die Muslime, wichtiges Thema betreffend nächste Woche, inshallah. Es geht um eine Schlägerei, die vor 6 Jahren stattgefunden hat. Eine Schlägerei, die dazu führte, dass 5 der Beteiligten am Ende 4 ins Krankenhaus gekommen sind, einer davon auf die Intensivstation und beinahe dort auch sein Leben gelassen hat. Wie hat alles angefangen, liebe Geschwister? Es ging um einen Parkplatzstreit. Und dies als Anlass nehmend, und es gibt viele Anlässe, die wir als Einleitung hätten verwenden können, möchte ich kurz über islamisches Zornmanagement sprechen. Also das, was zu solchen Auseinandersetzungen dann auch führt. Zunächst einmal, liebe Geschwister und vor allem, liebe Brüder, brauchen wir eine neue Einstellung. Wir sind zu sehr vom Fernsehen und vom Internet geprägt und auch erzogen worden. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass der Starke derjenige ist, der seinen Zorn besiegt und nicht derjenige, der andere niederringen zu vermag. Und alle Überlieferungen, das ist nebenbei, aber auch wichtigerweise bemerkt, die ich heute hier anführen werde, sind mindestens Hassan. Also sind keine schwachen Überlieferungen mit eingearbeitet in die heutige Argumentation. Und zu einer anderen Begebenheit sagte er, als 2 Männer miteinander gerungen haben und er fragte, was passiert hier? Und es hieß, dieser Ringer, er wird von niemandem besiegt. Und er sagte, dass der Starke derjenige ist, der, wo ihm Unrecht widerfahren wurde, seinen Zorn besiegt, dadurch auch seinen eigenen Scheitan besiegt, der ihn ständig zum Schlechten aufstacheln möchte. Und da ist der Zorn ein Weg vom Scheitan, ein sehr effektiver Weg. Und er besiegte dadurch auch den Scheitan von demjenigen, der ihm Unrecht zugefügt hat. Praktisch 3 Siege, liebe Geschwister. Weiterhin möchte ich aufführen,
dass Allah Ta'ala eine gewisse Gruppe von Menschen lobt im Koran. Es heißt im Koran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Und beeilt euch um die Vergebung von eurem Herrn und einen Paradiesgarten, dessen Weite wie die Himmel und Erde ist. Vorbereitet für die Gottesfürchtigen, die nun durch drei Eigenschaften, durch drei Merkmale definiert werden. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Diejenigen, die spenden, und zwar in guten wie auch in schlechten Zeiten. Diejenigen, die ihren Zorn bändigen und kontrollieren. Und diejenigen, die den Menschen vergeben. Und Allah erliebt diejenigen, die Gutes tun. Das heißt, mit diesen drei Eigenschaften hat man sich auch die Liebe von Allah Ta'ala verdient und erfüllt man auch die Voraussetzungen, die es benötigt, um an diesen Paradiesgarten zu kommen, dessen Weite wie die Weite der Himmel und der Erde ist. Wenn man in solche Situationen kommt, vor allem wenn man, ja, also wenn die Herren der Schöpfung in solche Situationen kommen, gibt es oft eine Missverständnisse, in Anführungsstrichen. Der Scheitan möchte einem eine gewisse Situation einreden. Diese Notwehrsituation. Ja, du verteidigst dich doch. Du verteidigst doch deine Ehre. Du verteidigst doch deinen Besitz, dein Leben, deine Gesundheit. Ein Beispiel, liebe Geschwister. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit Situationen umgegangen ist, die beim gewöhnlichen Menschen für Zorn sorgen und die bei so einigen von uns dafür sorgen, dass wir uns in eine Notwehrsituation begeben fühlen. Es kam eine dieser harten, rauen Beduinen zu ihm. Die waren dafür bekannt gewesen. Und packte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam am Gewand. Und es war ein Gewand mit einem besonderen Kragen. Und er zog dieses Gewand so hart zusammen und schüttelte an diesem Gewand so hart, liebe Geschwister, dass es Spuren auf dem Halse vom Propheten hinterlassen hat, sallallahu alaihi wasallam. Und die Prophetengefährten standen daneben, ja, und er ließ sie nicht eingreifen. Und dieser Mann, er sprach ihn auf eine der unhöflichsten Arten unter den Arabern an. Direkt mit dem Vornamen. Nicht Sohn von oder umso besser Vater von oder irgendeinen ehrenvollen Titel noch, O Gesandter Allahs beispielsweise, ja, sondern O Muhammad, ja, sallallahu alaihi wasallam, gib mir von dem Geld, was Allah dir gegeben hat. So, wie würdet ihr reagieren, wenn jemand euch so am Kragen packt und euch durchschüttelt, dass ihr das spürt? Ja, da würden sofort einige Kombinationen, glaube ich, instinktiv gestartet. Was sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Und wir wissen, dass Allah Ta'ala ihn niemals in eine Situation der Erniedrigung begeben hat. Er lächelte. Er lächelte und sagte, gebt ihm Geld als Geschenk. Ja, gebt ihm vom Vermögen als Geschenk. Er stand absolut über dieser Situation. Und dies leugnet nicht, schmälert keinesfalls, dass der Islam auch Notwehr kennt, wie auch die hiesige Gesetzgebung. Das gewisse Pensum an Zeit, was ich für die Recherche geben konnte, war, dass ich bis jetzt noch keinen Unterschied sehe zwischen der islamischen Notwehrphilosophie und der hiesigen Rechtsphilosophie. Notwehr bleibt Notwehr. Nur wann fühlen wir uns in diese Situation begeben, liebe Geschwister? Und das hat sehr viel mit dem Scheitan zu tun, sehr viel mit unserem Männlichkeitsbild zu tun. Sehr viel damit zu tun, wie leicht wir zu provozieren sind. Was tun wir, wenn wir in eine solche Situation kommen? Das alles hat ja erstmal mit der Einstellung zu tun. Ja, dass wir sagen, der Starke ist nicht derjenige,
der im Ringen siegt und dass wir wissen, wann ist Zorn berechtigt und wann ist Zorn unberechtigt. Das sind alles Dinge, die mit Einstellung zu tun haben. Aber was tun wir, wenn wir in diese Situation kommen? Und was tun wir, wenn wir in eine Situation kommen, speziell wenn es sich nur um Geschwister handelt? In diesem Fall übrigens Geschwister aus demselben Land, mit derselben Sprache, mit derselben Rechtsschule, ja? Mit derselben Kultur. Was tun wir da? Das allererste ist, wir erinnern uns selbst an Allah und auch den Partner, den Bruder im Islam, an Allah. Warum? Weil Allah Ta'ala verspricht, dass wenn man an Allah Ta'ala denkt, dass die Herzen Ruhe finden. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Ist es nicht so, dass die Herzen durch die Erinnerung Allah Ta'ala gegenüber zur Ruhe finden? Das heißt, komm Bruder, wir sind doch Muslime, wir werden Tarawih zusammen beten, wir stehen in einer Reihe. Ja? Dass man darüber ein bisschen lachen kann. Dass man vielleicht auch den Vorzug geben kann. Dass man auf sein Recht auch verzichten kann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er versprach denjenigen ein Haus mitten im Paradies, die auf Streit verzichten, obwohl sie im Recht sind. Also hier geht es um Leute, die sind im Recht. Ja? Ganz abgesehen davon, von denen, die nicht im Recht sind. Die sollten es erst recht lassen zu streiten. Mitten im Paradies, liebe Geschwister. Wir erinnern uns an Allah Ta'ala. Zweitens, wir versuchen uns selbst aktionsunfähig zu machen. Warum? Weil in diesem Zustand des Zornes, da kann nicht viel Gutes dabei rauskommen. Deswegen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wer zornig ist, der soll schweigen. Und wie viele von uns haben, als sie zornig waren, bereits Dinge gesagt, die vielleicht gerade im Eheleben oder gerade im Familienleben viel verletzender sind als körperliche Wunden. Schweig. Und wenn du stehst, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann setz dich hin. Und wenn du sitzt, ja, weil aus dem Sitzen kann schnell ein Stehen werden, was sollst du machen? Du sollst dich hinlegen. Das ist möglich, liebe Geschwister. Das sieht zwar so ein bisschen, wenn man sich das vorstellt vom Text, ist das irgendwie so eine sehr seltsame Situation. Aber danach haben die Prophetengefährten gelebt. Und nur aus Zeitgründen erspare ich euch einige von diesen überlieferten Berichten, wo die Prophetengefährten in solche Situationen gekommen sind, und sie wirklich danach gehandelt haben. Das sollte also Standard sein. Man macht seine Gebetswaschung. Man sucht Zuflucht in Geduld und im Gebet. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Inna Allaha ma'as-sabirin. Und sucht Hilfe in der Geduld und im Gebet. Allah ist mit den Geduldigen. Wahrlich, Allah ist mit den Geduldigen. Das heißt, wir versuchen uns selbst unschädlich zu machen. Und wir suchen Zuflucht vor dem Scheitan bei Allah Ta'ala. Wir sagen dies in unserem Herzen, in irgendeiner Sprache. Ja? A'udhu billahi minash shaitani rajim. Ich suche Zuflucht vor dem verfluchten Scheitan. Weil er ist es, der seinen Einfluss auszuüben weiß, wenn wir nicht unsere Zuflucht bei Allah Ta'ala suchen. Und zum anderen, liebe Geschwister, selbst wenn wir diesen Trieb haben, unseren Zorn auszuleben, bei einigen Menschen ist das krankhaft. Die regen sich gerne auf, um am Ende sich abzuregen. Dann arbeitet gegen diesen Trieb mit einem noch viel stärker verwurzelten Trieb. Der Sehnsucht nach dem Paradies. Weil der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass derjenige, der sich im Zorn beherrscht, wird das Paradies bekommen. Derjenige, der sich im Zorn beherrscht, der wird das Paradies bekommen. Das heißt, diese Befriedigung, die wir bekommen, wenn wir unseren Zorn ausleben. Das ist natürlich eine gewisse Sucht in dem Moment geworden, eine krankhafte Sucht. Und die sollen wir versuchen zu heilen, indem wir uns vorstellen, die wahre Befriedigung. Und die findet im Paradies statt, liebe Geschwister. Und wie stark der Scheitan daran arbeitet, uns nicht nur in Sünden hineinzubegeben, sondern gerade in Sünden, die Gemeinde auseinanderbrechen, das erfahren wir aus dem folgenden Koranvers, der in der 17. Sure an 53. Stelle aufgeführt wurde. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ
إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. Und sprich zu meinen Dienern, dass sie nur das Beste reden mögen oder auf beste Art und Weise miteinander reden mögen. Denn wahrlich, der Scheitan, der versucht zwischen ihnen Zwietracht zu stiften. Und wahrlich, der Scheitan ist ein offenkundiger Feind für den Menschen. Da sollen wir uns also auch gewarnt sehen, dass der Scheitan nicht unsere Reihen zu spalten vermag. Vielleicht fragt ihr euch, warum erzählt er von einem Ereignis, was 6 Jahre zurückliegt? Und diese Frage ist berechtigt. Ich habe nur von 4 der 5 gesprochen. Der 5., liebe Geschwister, ist an diesem Tag gestorben. Für nichts. Und wir versuchen, dass aus seinem Blut, was geflossen ist, dass es eben nicht für nichts geflossen ist, sondern dass wir solche Ereignisse, dass wir ihnen schon vorbeugen. Und wie wichtig dies ist, diese Vorbeugungs-, diese Versöhnungsarbeit, diese Zusammenschweißarbeit, das erkennen wir daran, dass aufgrund dieses Ereignisses vor 6 Jahren der ältere Bruder vom damals Verstorbenen an der Psyche erkrankte. Er hat ein Trauma, eine seelische Wunde erlitten und die führte dazu, dass nachdem die beiden Täter, die freigesprochen wurden, weil das Gericht Notwehr erkannt hat, und ich bin hier nicht, um in irgendeiner Form zu urteilen, das ist nicht meine Rolle und nicht meine Aufgabe und nicht eure Rolle und nicht eure Aufgabe. Ich gebe euch nur die Daten weiter vom Gericht. Dies konnte der ältere Bruder nicht verarbeiten. Und man setzte nochmal nach im Gericht, ging den gerichtlichen Weg und es wurde eine Revision. Eine Revision wurde stattgegeben. Die Schwierigkeit war nur gewesen, dass der psychisch instabile, kranke Bruder dann einen Kurzschluss hatte. Und vor 2 Monaten hat er hier in der Nähe von der Konstablerwache am Frankfurter Gericht die beiden Täter, die wie gesagt aufgrund von Notwehr freigesprochen wurden, im ersten Gang des Gerichts, er hat sie umgebracht. Und natürlich könnt ihr nun verstehen, dass ich dieses Thema vorgezogen habe, weil man hat Angst, dass wenn man jetzt nicht die richtigen Schritte geht, dass man einer gewissen Verantwortung nicht nachgekommen ist. Und dies gilt nicht nur auf diesen einen Fall bezogen, liebe Geschwister, sondern dies gilt auf unsere Gemeinde bezogen. Wenn wir diesen Fall nicht als Anlass nehmen, dann werden andere Fälle kommen. Wir brauchen an dieser Stelle eine islamische Versöhnung, ein islamisches Zusammenkommen. Unbedingt. Denn ansonsten, wer will garantieren, dass diese Spirale sich nicht noch weiter dreht? Dass in 6 Jahren etwas passiert und darauf folgend wieder in 6 Jahren und wieder in 6 Jahren und dann vielleicht werden es nicht 6 Jahre sein, sondern nur noch Monate oder Tage und wer weiß. Ist es nicht an der Zeit gekommen, dass man sagt, jetzt müssen wir zum Koran zurückkehren, zu unserem Propheten zurückkehren, sallallahu alaihi wasallam, und die Dinge so regeln, wie Allah Ta'ala sie geregelt haben möchte? Ja. Und inshallah wird diese Ansprache auch ihren Weg zu den beteiligten Familien, und nun sind es 4 Familien, die in Mitleidenschaft gezogen worden sind. 4 Familien, die ihren Vater verloren haben, ihren Ehemann verloren haben, entweder an den Tod in 3 Fällen oder aber nun für eine für die Zukunft nicht genau definierbare Zeit im Gefängnis. Liebe Geschwister, das Leben hat bei Allah Ta'ala einen sehr, sehr großen Stellenwert. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass das Erste, worüber am Tag des Gerichts gerichtet werden wird, ist das Blutvergießen. Und er erklärte das Leben für heilig im Sinne von unantastbar.
Und Allah Ta'ala hat in der 5. Sure im 32. Vers festgehalten: Man qatala nafsan bi ghayri nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a. Derjenige, der ein Menschenleben genommen hat, es sei denn als Sühne für einen Mord oder um Unheil stiften auf Erden zu verhindern, dann ist es so, als ob er die gesamte Menschheit getötet hat. Und umgekehrt formuliert Allah Ta'ala: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Und derjenige, der eine Seele rettet, so ist es, als ob er die gesamte Menschheit errettete. Und nun, auch um einem Missverständnis vorzubeugen, wenn hier nun erwähnt wird, ja, dass als berechtigter Grund, dass es gilt, Unheil auf Erden zu verrichten, dass man dies verhindert, beziehungsweise ohne, wie es sei denn als Sühne für einen Mord. Man könnte ja jetzt sagen, ja gut, vielleicht hat der Mann einfach nur das getan, was im Koran steht und gesagt, ja, er tötet denjenigen, der seinen kleinen Bruder getötet hat. Liebe Geschwister, und das ist etwas, worüber sich die Gelehrten einig sind. Es gibt keine Selbstjustiz im Islam. Das ist der erste Punkt. Es gibt keine Selbstjustiz im Islam. Und in einem islamischen Land ist es ein Gericht, was solche Fälle regelt. Und in einem Land, was nicht durch den Islam regiert wird, liebe Geschwister, ist auch das Rechtssystem des jeweiligen Landes maßgeblich. Im Islam gibt es keine Gerichtsbarkeit oder keine Exekutive in dem Sinne, was solche Fragestellungen anbelangt, außer es ist der Staat, der dies durchführt. Das heißt, dies ist in jedem Falle falsch, liebe Geschwister. In jedem Falle falsch. Das heißt, wir haben nicht nur Urteile im Islam, sondern wir haben auch den Weg, wie es dazu zustande kommt, dass dieses Urteil gefällt wird. Beispielsweise, Ehebruch ist nicht einfach nur Ehebruch, der irgendwie dokumentiert, irgendwie bewiesen ist. Nein, es müssen 4 Zeugen sein, die gesehen haben, wie sich die Geschlechtsteile vereinigen. Das ist übrigens noch nie in der gesamten islamischen Geschichte passiert. Noch nie ist eine Verurteilung gesprochen worden aufgrund von 4, die gesehen haben, wie sich die Geschlechtsteile vereinigt haben. Aber dass man dies als Beispiel nimmt, es geht nicht nur um die Tatsache an sich, sondern wie wird diese Tatsache festgestellt? Und Selbstjustiz öffnet nur der Anarchie, dem Chaos, die Tür. Und deswegen hat der Islam diese Selbstjustiz auch verboten. Und nur um die Heiligkeit des Lebens noch einmal weiter zu stärken bei uns, vielleicht auch bei einigen, die gewisse Rachegefühle in sich haben. Es gibt Gelehrte, die sagen, dass Allah Ta'ala den Mord nicht verzeiht, sondern dass dies das exklusive Recht desjenigen ist, der ermordet wurde. Und dass er garantiert in der Hölle sein wird. Es gibt diese Gelehrten. Und dies sagen wir vor allem im Hinblick darauf, dass es unter uns Menschen gibt, die haben Rachegefühle. Geht dieses Risiko nicht ein. Ansonsten für diejenigen, für unsere Geschwister, die in diese Situation gekommen sind, wir hoffen, dass Allah Ta'ala ihre Reue annimmt. Mehr können wir dazu nicht sagen. So heilig ist bei Allah Ta'ala das Leben. So als unantastbar gilt dies bei Allah Ta'ala. Und Allah Ta'ala weiß es am besten. Und es gehört übrigens zu den Zeichen, dass die Stunde bald eintrifft, dass der Mord sich so verbreitet, wie der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam. Das Wissen wird entzogen und Unwissenheit regiert und das Morden findet statt. Und wie gesagt, wofür?
Keiner dieser drei Fälle, und übrigens, das ist jetzt auch kein Urteil gewesen, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen Mord und Tötung. Ich bin nicht in der Rolle des Richters, ich stelle nur fest, dass drei Menschen ihr Leben verloren haben. Und zwar für nichts. Weder dieser Parkplatzstreit war ein Grund dafür, dass man sich überhaupt nur beleidigt, liebe Geschwister. Noch nicht mal, dass man sich beleidigt. Ja? Geschweige denn sich schlägt, geschweige denn, dass jemand sein Leben verlieren muss. Noch dieser Moment, wo sogar aus der Sicht des jetzigen Täters die Hoffnung gewesen war. Die Revision war ja gerade am Laufen gewesen. Subhanallah. Aber daran zeigt sich ein Punkt. Diese Gefühle sind schwierig zu handhaben. Und wir brauchen als Menschen Hilfe. Und wir sollten auch um Hilfe fragen. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Und fragt die Leute der Expertise, des Wissens, der Kompetenz, wenn ihr etwas nicht wisst. In diesem Zusammenhang, liebe Geschwister, habe ich mit zwei Organisationen gesprochen. Einmal der Weiße Ring, der sich um Opfer von Gewalttaten und von Kriminalität bemüht. Und einmal mit einem Verein, der mir bisher noch nicht bekannt war, aber sehr lobenswerte Arbeit leistet. Die Hilfsorganisation für Angehörige von Mord, Tötung, Suizid und Vermisstenfällen. Letztere Organisation hat festgehalten, dass auch Täter und die Familie der Täter eine Betreuung brauchen, eine psychologische Betreuung brauchen, und wies mich darauf hin, dass die Krankenkassen einer Reha-Maßnahme auch zustimmen müssen, wenn man diese Reha dann benötigt aufgrund der Belastungen, die man erfahren hat. Das heißt, selbst wenn man ein Angehöriger von einem Täter ist, selbst wenn es der Angehörige desjenigen ist, der aufgrund von Notwehr getötet wurde. Das heißt beispielsweise der Bruder von einem Angreifer, aber der Angreifer wurde getötet aus Notwehr. Auch dieser hat ein Recht, beziehungsweise auch kann sein, dass er dieses starke Bedürfnis hat, die Notwendigkeit hat, mit sich professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und hier müssen wir als muslimische Institutionen auch unseren Beitrag leisten. Und ich habe beiden Organisationen auch Zusammenarbeit angeboten, was die Zukunft anbelangt. Die Moschee hat auch eine Rolle in dieser Gesellschaft, liebe Geschwister. Und der Verantwortliche vom Weißen Ring in Frankfurt erteilte mir mit, dass in 70% aller Fälle die Hinterbliebenen nicht nach Hilfe fragen, keine Hilfe wollen. Aber drei, sie wollen Hilfe, aber nur einer, er wird informiert. Und das Problem war gewesen, dass die beiden beteiligten Familien nicht Hilfe in der muslimischen Gemeinde vor 6 Jahren gesucht haben und auch die beteiligten Behörden, ja, die Ermittlungen etc., die Ermittler, sie nicht darauf hingewiesen haben, dass es Organisationen gibt wie den Weißen Ring oder ähnliche, die sich um Hinterbliebene auch dort kümmern. Und hier muss die Gesellschaft stärker zusammenwachsen. Vielleicht habt ihr das ein oder andere Mal mitbekommen von der Notfallseelsorge, von der Krankenhausseelsorge. Wer soll das machen, wenn nicht wir? Und für das Jahr 2014 sind auch weitere Ausbildungsgänge vorgesehen, was beide Seelsorgebereiche anbelangt. Interessiert euch für dieses Thema. Denn dann seid ihr diejenigen, die diese Nachricht auf islamische Art und Weise den Hinterbliebenen oder den Betroffenen überbringen könnt und darauf hinweisen könnt. Ich kenne eine afghanische Moschee, ich kenne eine bosnische Moschee, ich kenne eine somalische Gemeinde. Ja? Und die haben dort kompetente Betreuer. Muttersprachlich, kulturell, verständnisvoll und auch diesen religiösen Bezug des Trostes. Und dass man auch diesen möglichen Rachedurst dann auch beseitigen kann. Denn niemand hat etwas davon. Der vor kurzem diesen Aussetzer hatte, er ist jetzt im Gefängnis. Man weiß nicht für wie lange. Und seine Familie vermisst ihn und er vermisst seine Familie. Und das bringt nicht seinen Bruder zurück, der vor 6 Jahren sein Leben verlor. Wie gesagt, unabhängig von der Frage, ob das jetzt Notwehr war oder nicht. Das ist nicht unsere Sache, dies zu klären. Das können wir auch gar nicht klären. Ja? Liebe Geschwister,
Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. Allah Ta'ala, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Liebe Geschwister, Allah Ta'ala hält im Koran fest: Wattaqu allaha wa aslihu dhata baynikum. Habt Ehrfurcht vor Allah und stiftet Frieden unter euch. Habt Ehrfurcht vor Allah und stiftet Frieden unter euch. Und an anderer Stelle heißt es im Koran: فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Wer aber verzeiht, wer verzeiht und Besserung bringt, dessen Lohn ist bei Allah Ta'ala. Und Allah Ta'ala, er liebt die Unrechthandelnden nicht. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Versöhnung. Wir brauchen Zusammenwachsen. Wir haben gar keine andere Wahl. Wir haben keine andere Wahl. Und die schlechtere von zwei Optionen ist, dass man die Sache einfach Allah Ta'ala überlässt, wenn man nicht zu vergeben vermag, dass man sagt, es gibt noch den Tag des Gerichts. Und das wird das Erste sein, worüber Allah Ta'ala richten wird. Da wird nicht lange gewartet werden müssen. Aber mindestens eine Versöhnung hier hat. Weil wenn man diese Versöhnung nicht hier hat, wie lange soll dieser Kreis noch weitergehen? Wer soll da noch mit weiter reingezogen werden? Und wofür letztendlich? Und wo fing das alles an? Und dies sind deutliche Zeichen, die Allah Ta'ala uns gibt. Deutliche Zeichen, dass die Dinge beim Scheitan angefangen haben und immer noch bis zu dem jetzigen Zeitpunkt zumindest, beziehungsweise bis vor kurzer Zeit, vom Scheitan auch weiter kontrolliert worden sind. Im Rahmen dessen, den Allah Ta'ala auch natürlich erlaubt. Ansonsten passiert nichts, was Allah Ta'ala nicht erlauben würde. Er ist ja der Allmächtige. Ich habe mit dem Sohn gesprochen, von demjenigen, der, wie gesagt, vor zwei Monaten diesen schrecklichen, schlimmen und auch nicht zu entschuldigenden Ausraster hatte. Das eine ist eine Erklärung, dass man sagt, okay, der ist nicht einfach so auf die Idee gekommen, jetzt irgendwelche Menschen wahllos zu ermorden. Ja? Man erklärt die Situation, aber diese Erklärung ist keine Entschuldigung. Dass das auch klar getrennt wird. Er kam zu mir und er steht nicht hinter seiner Familie oder hinter seinem Vater oder hat irgendwelche persönlichen Interessen, sondern er will im Rahmen des Korans und der Sunna, die nach Versöhnung rufen, beziehungsweise diese verpflichtend einfordern, will auch diese Versöhnung haben. Und das ist ein sehr großer Schritt, liebe Geschwister. Und ich will daran erinnern, dass wir alle diesen Schritt vielleicht einmal im Leben werden gehen müssen. Aus Prüfung von Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sagt im Koran: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bilqisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidain. أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. O ihr Gläubigen, seid auf der Hut, wenn es darum geht, die Gerechtigkeit festzustellen, bei der Wahrnehmung der Gerechtigkeit. Und seid Zeugen für Allah, auch wenn es gegen euch selbst geht. Oder gegen eure Eltern. Oder gegen die nahen Verwandten. Und mashallah, dieser Sohn, er zeigt nicht auf den Finger und sagt, ja, die haben dies und die haben das. Nein. Er sagt, was passiert ist, ist passiert. Und was jetzt passiert ist, was jetzt
durch die Hand meines Vaters passiert ist, ist Unrecht. Und das, was ich im Koran und der Sunna sehe, fordert nach Versöhnung. Fordert nach einer gewissen Wiedervereinigung. Weil wir sind Geschwister. Allah Ta'ala hat uns so im Koran benannt. Da gibt es kein Drumherum, liebe Geschwister, das ist keine Wahl. Genauso wenig, wie wir unseren biologischen Vater aussuchen können, können wir uns auch unsere Glaubensgeschwister aussuchen. Und wie sollen Geschwister miteinander leben? فَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. Und stiftet Frieden untereinander. Oh Allah, bitte lass uns diesen Schritt auch eines Tages gehen können, dass wir Zeugen der Gerechtigkeit sind, selbst wenn es gegen uns selbst geht oder gegen unsere eigenen Eltern oder gegen die eigenen Verwandten. Liebe Geschwister, tragt diese Botschaft des Friedens und der Versöhnung in eure Familien, in eure Gemeinden, in eure Kreise hinein, auf das wir vorbeugen, liebe Geschwister. Auf das wir vorbeugen dort, wo vielleicht gar nichts wahrgenommen wird an Gefahr. Und dort aber auch verhindern, wo möglicherweise eine Gefahr besteht. Auch dass wir Allah Ta'ala gemeinsam als Gemeinde dienen. Allahumma Amin. Morgen inshallah ab 2.30 Uhr ist eine Demonstration, die zum dritten Jahrestag der syrischen Revolution oder an diesen erinnert und an die Zehntausende von unschuldigen Opfern und auch unnötigen Opfern und um unsere Solidarität mit den Geschwistern und auch Nicht-Geschwistern, ja, also auch Geschwistern im Rahmen der Menschlichkeit, im Sinne dessen, dass wir alle von Adam alaihi salam Nachkommen sind, unsere Solidarität mit diesen unterdrückten Menschen zu zeigen, morgen ab 2.30 Uhr beginnen, hier vor dem Hauptbahnhof. Ansonsten weise ich euch auf unsere Homepage hin, auf das Seminar, was glaube ich am 30. diesen Monat stattfindet, über die Zielsetzungen der Scharia von Sheikh Sabr, der, wie ihr wisst, 6 Jahre im Ausland verbrachte mit islamischen Studien in Ägypten, Syrien, Frankreich und England und auch danach noch viel an Fort- und Weiterbildung viel darin beteiligt ist. Es sind, glaube ich, zwei volle Tage oder ein voller Tag zum Thema Zielsetzungen der Scharia. Bitte besucht unsere Homepage für die ganzen Einzelheiten. Inshallah, wir sammeln nun Spenden, um die Aktivitäten dieser Gemeinde unterstützen zu können. Gebt von dem, was Allah Ta'ala euch ermöglicht. Und erinnert euch an die Worte, dass diejenigen, die in guten wie auch in schlechten Zeiten spenden, dass dies eines von 3 Merkmalen ist, um ein Paradies zu erwerben bei Allah Ta'ala, dessen Weite wie die Himmel und der Erde ist. Jazakumullah khairan.